Oh ne, diese oben sind doch diese komischen Viecher, ja, die da. Die sich bewegen. Ja. Ja, das Alter, was das wohl fancy ist? Aus. Oh nein, ich mag das nicht. Ich glaube, das mit. Oh nee. Ach, wir müssen. Oh nein, ja, ich sehe. Dieses Muster oben auf der Tür nachmachen oder so. Ach, du heiliger Strohsack. Geht eigentlich, aber es ist. Ja, ja, es geht meistens. Was ist denn das hier? Einfach nur ein Dreieck. Wie soll ich das machen? Mit Kreisen. Du kannst halt, sind halt mehrere so. Hebel, ne? Nach links. Ja, bei jedem Tür sein noch. Nach oben. Aber du musst auch noch einen machen, ne? Und dann geht die Tür auf, was jetzt da rein genau geht. Aha. Du hast einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Ja, aber. Aber warte mal, irgendwie. Wäre ganz cool, wenn die Kugel irgendwie wenigstens mal zum. Ach, da ist der. Da ist das Ding. Jetzt sehe ich das erste Dreieck. Ich hab's schon gewundert. Das war der hier vorne. Aber immer nach unten mit dem Ding. Genau. Und so. Ja, aber der war schon offen. Achso, der war schon offen. Der ist noch nicht so lange. Ja, nee. Der hier muss aufgemacht werden. Das ist noch oben links, ne? Also sprich noch. Ja, ich muss ja irgendwie eine halbe Bewegung machen, anstatt eine ganze. Ich weiß nicht, irgendwas hat das auch mit diesen Symbolen in der Mitte zu tun gehabt. Ja. Der bleibt immer an den Kanten stehen. Ja. Kannst du da drüber drehen? Kannst du nochmal drehen? Ich glaube, da hinten ist noch ein Hebel, ne? Irgendwo. Es gab ja drei Hebel. Ja, vier. Ich glaube, wir müssen den. Was ist denn hier nochmal? Was macht denn der Hebel da hinten? Den inneren. Das sind nur drei Hebel. Ja. Ich weiß nicht, was. Der muss da links sein, da links ist doch dasselbe wie die Tür da. Theoretisch. Eigentlich wäre das fast eigentlich die Tür hier. Ja, die öffnet sich ja automatisch, sobald es richtig steht. Ja, aber wenn. Die Frage ist halt, von wo man gucken muss. Das wäre gerade interessant. Ich weiß, es ist hier. Ach, hier gibt es ein Buch. Das habe ich doch. Hier ist nämlich die Sonne, der Mond, das bla bla bla. Hier das Unheil. Sie nannten ihn den Verwüster. Eine Bestie mit dem Fell so schwarz wie Pech. Und Zähne so rot wie Blut, der bla bla bla. Ach so, und so musst du das ausrichten. Der Blutbund, ein Hoch auf den Blutmond. Blut. Denn der Mond ist ein Jäger, der durch die Sterne herrscht. So wie der Verwüster ein Jäger ist, der. Doch,
das bla bla bla. Das hat irgendwie was zu tun, dass du die da richtig machen musst. Ja, ja, du musst wahrscheinlich die richtigen Symbole einkreisen. Dann doppelt eine Kreis. Ja gar nicht für den Verwüster. So, kannst du ja noch einen anderen drehen, oder nicht? Für der hier war für die Symbole. Ja. Ja, so, so genau. Jetzt hast du 4. So, das ist wahrscheinlich nicht hier so einfach. Ja. Oh nein, nein, nein. Oh, fuck it. Ich weiß halt nicht, von welcher Richtung ich gucken muss, weil jetzt zeigt er ja, wenn ich von hier gucke, nach rechts. Ich auch von hier das ist egal, es müssen nur diese Symbole eingekreist sein. Okay. Also Mondstern und Verwüstung muss eingekreist sein. Also, okay. Ja, ich lese mal das erste vor. Nochmal das allererste, ja. Was hier ist. Das ist nun das allererste ist das Unheil, der Verwüster, der Tod, das Reh. Genau, Verwüster, Tod und Reh. Das ist der Verwüster. Das hier. Das da ist der Verwüster, das hier ist das Reh. Das es dachte ich mir schon, dass das Reh sein soll, aber das sieht halt jetzt. Was der Tod ist, weiß ich auch nicht. Ich glaub, das, da. Das sieht eher aus wie die Sonne. Aber ich. Achso, ich kann ja die Symbole nachgucken, was das ist. Jetzt haben wir den Mond mit drin, was wir glaube ich nicht sollten, ne? Ne, der Verwüster, der Tod. Ach nee, das ist das Leben. Der Tod ist diese Pfeilspitze. Also. Ach, der da hinten. Neben dem, neben dem Mond. Neben dem Reh. Ja, genau. Also der hier. Reh. Verwüster. So, eigentlich. Ja, warte. Wir müssen jetzt gucken, was das für eine Spitze ist. Kann auch sein, dass es. Der Raum ist, der halt schon eine offen ist, ne? Ach so, das ist für jeden Raum ist eine extra Seite. Genau. Ah, I see. Ich werde das mal gucken können, aber. So. Okay, perfekt. Wahrscheinlich muss also, er dann der Raum sein. So, das war. Was habe ich gesagt jetzt so? Ach, ja. Wüster, Tod und. Nee, das war das Unheil. Ach, also, ja. Das Dings, genau. Ja, ja. Der Blutmond ist der Mond, Verwüster, die Sonne, genau, Mond, Verwüster, ja. Sonne. Doppelt hier mal rüber. Verwüster 1 und 1. Genau. Muss dann zu der Tür hingehen und anfassen oder? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was das für ein Symbol war von der Tür. Nach rechts oben die Ecke. Die hier und nee, das links oben. Was das da für ein Symbol? Bei mir ist links Mitte. Das ist unten. Ich glaube die Haupttür war. Rechts oben ist Haupttür. Okay. Wo reinkommen sind die hier? Ah ja, okay. Okay. Dann das nächste. Ja, ich hab diese Symbole gar nicht angeguckt. Alles gut. Ach nee, rechts oben ist Hoffnung, genau. Das brauchen wir ja nicht machen.
Hä? Mal links oben ist Mondverwüster und Sonne. Ich weiß aber, dass es hier irgendwo noch einen Hebel gab. Mondverwüster und Sonne, ja. Okay. Irgendwo gab es hier noch einen Hebel, den man ziehen musste, glaube ich. Aber links oben, welche ist, Tür ist denn das? Die open. Achso, die geht gerade auf, oder? Nee, ich hab gedrückt, aber ging nicht. Okay. Wir haben irgendwo Mondverwüster und. Also wenn das die Sonne hier ist. Oh, jetzt sieht das aus wie eine Sonne. Ja, ja, das ist schon eine. Das andere ist das Leben. Oder musst du das Dreieck dann auch noch passig ausrichten, dass das irgendwie eine bestimmte Richtung zeigt? Das andere ist das Leben. Mondverwüster und Sonne und das Feuerzeug noch irgendwo anders rum. So, das wäre halt theoretisch noch da. Ich will nicht von hier jetzt gucken, oder? Oh, ich guck mal. So, das ist da. Was ja gar nicht geht in der Kombi. Weil er dann das Reh mitnimmt. Gibt's hier nicht. Es gibt auch noch einen anderen Raum, der offen ist, ne? Ja, es gibt nur den da. Und da muss man von hier gucken. Hier ist kein Buch drin, ne? Ah oh, doch, hier ist auch noch was drin. Der Beginn. Ach. Ja, aber das sind ja immer nur Dings. Abschnitte. Ja. Sonne, Mond, Leben. Sonne und Mond stehen für den Himmel und entfernen Sonne, Mond und Leben. Probieren wir einfach mal das aus. Ich weiß aber, dass man eigentlich noch einen Hebel ziehen muss, glaube ich. Und zu bestätigen, so. Sonne, genau. Mond und Leben. Genau. Das Sonne, ist Mond. Ja, mach ich dir. Ja, warte mal, ich muss. Leben ist das hier. Ja, das ist aber der Raum, wo wir vorstehen. Leben ist das hier vorne bei uns, ne? Das hier, ja. Das ist Sonne, Mond und Leben. Aber ich weiß, dass es hier noch irgendwo einen Bestätigungshebel gab. Weiß ich nicht. Der war irgendwo hier auf so einer Plattform, oder nicht? Ich hab nicht mal gesehen, jo. Ich bin jetzt auch schon dreimal rumgelatscht. Ja. Da ist auf jeden Fall das Buch drin. Ja, das will ich auch mal gucken. So. Hoffnung ist oben rechts. Okay. Ich glaube, das musst du mit dem inneren Kreis irgendwas auch noch machen. Also mit dem Hebel, mit dem anderen. Glaube ich auch. Hier steht ja, Sonne und Mond stehen für den Himmel und das Entfernen, bla bla bla. Ihre Laune verrät, nach der Flut kommt und am Tag. Muss drunter hängen. Eine. Das kann die Figuren ändern. Naja, das habe ich dann gesagt. Ja, ich hab's vergessen. Aber ich kann es halt natürlich die Ausrichtung der Pfeile noch ändern. Die hier passt ja logischerweise nicht immer. Ja, aber also ich denke mal, das kommt also, alles vom Haupteingang. Ich würde fast sagen von hier, weil hier kein Hebel ist. Wo? Wo ich stehe. Aber ja, ich hab's auch aus dem Haupteingang gemacht. Wir machen es auf Haupt. Wir müssen nach links. Wenn wir jetzt, ich würde vom Haupteingang nach links. Genau. So, das Dreieck steht schon mal links. Ja, aber du musst ja gucken, ja, ich wollte gerade sagen. Das,
Buch ist. Ein Buch ist. Aber im Buch stehen, glaube ich, nicht alle drin, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab halt. Also wir haben links das Unheil. Sie nannten ihn den Verwüster, eine Bestie mit Fell, schwarze Fläche, Zähnen, Blut. Er steht ja bloß Verwüster und tot, ne? Bei Unheil. Ja, ja, du. Verwüster. Okay. Tot. Verwüster, Reto. Das ist doch wahr. Verwüster, Reto. So, Verwüster. Das war ein Tod. Die Spitze, ne? Tod ist die Fallspitze da. Zwischen Reh und Mond. Ja, 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 ja. Das kriegen wir alles hin. War es der hier? Ne, es war der hier. Genau, das war der hier runtergefahren. Vielleicht vom Hauptengel nach links ist Dreieck und. Ah! Ja. Die Tür geht dann. Oh, zieht abgeschlossen. Hä? Ja, das ist wahrscheinlich nicht auf die Tür. Ja, wir können auch die anderen Türen öffnen. Ja, klar, aber. So, warte noch. Samen des Glaubens. Oh. Ja, meine Tür oben links fehlt noch. Mhm. Da oben links, ich sag's dir. Warte, warte, warte. Ja, ich will nur kurz die Symbole entlesen. Drei muss noch da stehen. Habe ich schon mal. Jetzt brauche ich die Symbole. Auf jeden Fall Verwüster, Mond und Mond, Verwüster und Sonne. Sonne und Mond, die sind gegenüber, alles klar. Ja. Gar kein Problem. Wir müssen nämlich auf die Hypotenuse. So vorne. Was? Die Handkatheter? Weiß nicht mehr. Fuck. Ist zu lange her. So, dann muss das Doppelding hier einfach mal rum. Und dann muss ich beim nächsten Mal zu klacken. Oder auch nicht. Vielleicht muss man auch immer von der Tür aus. Dann ist das doch keinen Sinn. Was ist oben links? Verwüster, Mond, Sonne. Ja, das ist. Hast du eben gerade auch von der Tür aus geguckt, von der Haupttür aus, ne? Ja, ja, genau. Da war's hier drüben, ne? Ja. Das ist aber hier. Mond, Sonne, Verwüster, oben links. Hä? Was stand denn da jetzt? Oben links, ja. Mond, Verwüster, Sonne. Und dann nochmal, steht nochmal der Verwüster. Vielleicht muss der Verwüster den Doppelkreis haben. Oh. Der Verwüster soll einen Doppelkreis haben. Das klappt auch nicht. Hat er doch gerade eigentlich schon. Nee, er hat nur einen. Der Mond hat einen Doppelkreis. Das Problem ist halt, die beiden Kreise liegen sich ja gegenüber und Sonne und Mond liegen sich gegenüber. Also muss.
jetzt einmal. Ach, Quatsch. Hallo. Jetzt kann ich aber. Wenn du jetzt den anderen Kreis drehen würdest? Jetzt. Na, jetzt habe ich das Räder noch. Ja. Ich würde nochmal, dass der Mond vielleicht hier ist. Mhm. Hier. Und dann da der Verwüster und dann den anderen Kreis vielleicht nochmal. Ja, das hatte ich tatsächlich auch in der Theorie gerade, aber ich würde gerade da einen Doppelkreis mal machen. Was funktioniert denn nicht? Aber halt zweimal der Verwüster drum steht, ne? Ja. Okay, sehr, sehr gut. So rumsehen sollen wir sehen. Aber nur, dass der Verwüster hinten ist oder so. Okay, dann müsste es ja jetzt klacken. Ja, der Mond jetzt Doppelkreis. Ja, du kriegst den Verwüster nicht einzeln geschoben. Doppelt geschoben. Durch die lange Achse halt. Selbst wenn du hier guckst, ist es immer, dass es an den beiden Ecken ist, weg von der Spitze, das dreht sich mal mit. Mhm. Wenn wir auch von dir aus, also von der Tür aus gucken, dann müssten wir so. Zieh die nur mit dem Hebel. Nochmal. Sonne ist drin, Mond ist drin, Verwüster. So, hier ist der Mond, der doppelt ist, ne? Genau. Nee, warte doch mal. Ich hab eine, das soll er machen. Achso, nee. Doch, vielleicht. Ja, toll. Keine Ahnung. Fuck it. Die Tür hinter dir ist die auch zu?
Die ist offen. Okay. Ist auch kaputt, ist also nur die. Ja, es ist nur die. Jetzt ist sie von mir drin noch. Mhm. Hier vorne. Der will gehen, das ist da unten, das ist schon so. Das ist halt nicht so, warum schwört das nicht? Dass er so viel von dem geredet wird, aber es steht halt nicht direkt drin oder so, aber ich dachte, hier war es richtig verwendet. Soll ich mal googeln? Hey, wir machen noch gerade den Blutmond, oder nicht? Ja. Okay. Hier steht, für dieses Rätsel müsst ihr den Schalter folgendermaßen einstellen. Hebel am Eingang. Das Dreieck muss nach oben rechts zeigen, so wie an der Tür. Steht hier. Hey, es ist ein Dienst. Steht hier. Was? Oder, ach nee, wir machen das Unheil. Das Dreieck muss nach links zeigen, so wie auf der Tür. Wir machen das Unheil. Das ist doch die Tür, die bei uns ist. Das ist doch oben links. Oben, wir machen Blutmond. Wir machen Blutmond? No. Ja, steht aber gerade hier, Hebel am Eingang des Dreiecks muss nach rechts zeigen, so wie auf der Tür. Richtig, nach rechts oder nach rechts oben? Oben rechts. Wir sehen ja jetzt, welche Tür sich öffnet. Linker Hebel. Die Kreise liegen um den Verwüster und um den Mond. Damit liegen zwei Kreise über dem Mond. Das hab ich auch schon. Scheiße. Hier steht nämlich der rechte Hebel, der Verwüster ist unter dem Eingang aus gesehen. Dadurch liegt der Mond und die Sonne in den Kreisen am Dreieck. Was?
Macht egal. Bin ich drin noch? Deswegen, nee, warum das sollte macht... man den ersten linken Hebel bewegen, wenn nee. Der rechte? Der rechte muss als erstes aus. Der Verwüster ist unter dem Eingang. Also da, wo die Sonne, da wo die, ja, ja, unter dem Eingang. Also da, wo die Sonne jetzt gerade ja. steht. Also das Regen gerade ist. Ja, ja. Ja, so eine Ausbildungsfrage, wo man das fällt, ne? So, okay. Zack. Dann fange ich die auch mal hier drüben ein, die beiden. Das ist ja Gitter, eine Option. Und dann drehen wir mal das Zeug so lange, bis es triggert. Jetzt schon sehen, oder? So macht es auch viel mehr Sinn. So passt das jetzt auch. Montag 2:30 so. Und Mond und Sonne liegen auf den Ergebnissen. Ja. Das macht so keinen Sinn. Warum muss das nach rechts zeigen? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja spitze. Aber von hier ein bisschen passt das. Aber. Die Frau auf der Rubel noch guckt. Und eigentlich sollte, wenn jetzt Blutmond hier drinnen sein sollte, auch die Falltür aufgehen. Ah, ist ein Blutmond rum. Ah. Oh. Mhm. Oh, ich glaube, ich hab's verstanden. Du musst immer gegenüber der Tür stehen und von da aus gucken. Dann passt das nämlich. Und das hat vorhin auch gepasst. Immer gegenüberstehend und das, was. Oh, stimmt. Ist ja logisch, weil du guckst ja dann auf den Kreis. Ha, scheiße. Das macht Sinn. Das. Was ein Scheiß. Aber gut. So. GG. War toll. War super.